Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 17. Wir können direkt mal gucken, aber da hat sich ja noch nichts getan, glaube ich. Richtig. Maple Mill. Das ist Bahn. Da könnten wir Mais günstig verkaufen. Problem ist die Bahn. Wir haben das nicht auf dem Zug. Und sonst ist hier grün. Ja. Da müssen wir also noch erstmal was anderes machen. Schauen wir gerade mal. Was haben wir denn hier? 25 Minuten pflügen. Gibt 10.000. Dann pflügen wir, glaube ich, einfach nochmal, oder? Wie seht ihr das? Starten wir mal. Oh, der Klang ist herrlich. Richtig schönes Grollen. Wunderbar. So, Gewicht vorne dran. Flug hinten. Ups, da sind wir irgendwie falsch. So, jetzt passt's. So, von der Position her passt's. Sehr gut. Dann runter mit dem Ding und wir pflügen los. Jawohl. So sieht's gut aus. Schon eine ordentliche Größe. Was haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schafe. Der reißt schon was. Da kann man dann nicht meckern. So, einmal drehen bitte. Traktor sowie Flug. So, müssen wir so fahren. Sonst wird das nichts. Quasi mit dem einen Rad in der Spur vom letzten Schar. So. Verdienen wir nochmal 10.000 dazu. Jetzt können wir nochmal wieder ein bisschen Kredit abzahlen. Ist ja auch kein Fehler. Dann haben wir halt auch endlich mal Chancen drauf, dass wir richtig Geld verdienen. Richtig ins Plus kommen. Wäre ja nett. So. Und einmal rum mit der Kiste. Bin ja mal gespannt, wann sich hier unsere Felder endlich mal in den nächsten Wachstums ins nächste Wachstumsstadium begeben, dass wir da mal wieder ernten können oder was machen können. Momentan können wir da ja genau einfach gar nichts machen. Hat natürlich, wie gesagt, den Vorteil, dass wir hier jetzt ein bisschen unsere Schulden abarbeiten können. Die hatten wir ja voll ausgeschöpft. 200.000, mehr ging nicht. Das war natürlich ein bisschen doof. So, und wieder einmal rum.
jetzt natürlich nicht so die spannendste aller Aufgaben. Aber das erste Viertel haben wir bald. Das ist natürlich der Vorteil von so einem 6-Schaf-Loop, da geht dann schon ein bisschen was. Netter wäre natürlich noch ein größerer. Aber den haben wir halt nicht gekriegt. Hat der Landwirt vielleicht auch gar nicht. Wer weiß es? Ich weiß es nicht. So. Was ich auch mal wieder weitermachen müsste, ist unser Vergleich hier zwischen LS17 und dem Farmexperten. Da haben wir ja Fliegen und Grubbern war das letzte. Da stehen ja noch ein paar Punkte aus, sozusagen. Die allerdings auch nicht unbedingt so einfach zu bewerkstelligen sind. Da haben wir ja noch das Thema Viehzucht. Da weiß ich noch gar nicht, weil das kann ich nicht einfach so schnell mal machen. Da müsste ich quasi irgendwie vorab mal spielen. Mal schauen, vielleicht schaffe ich das im Mai. Da habe ich nämlich Urlaub. Und entsprechend auch ein bisschen Zeit, mal so Sachen vorzubereiten. Weil da muss ich ja erstmal genug Geld haben oder Geld machen, dass ich dann entsprechend mehr Vieh halten kann und schauen wir mal, wie wir das am geschicktesten regeln. Es sind da ja noch so einige Punkte. Zum Beispiel Modding ist ein Thema, zumindest im LS17. Im Farmexperten nicht so wirklich. Da gibt es nämlich einfach keins. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Außer da hat sich jetzt bei einem Update irgendwas geändert. Problem ist ja immer, dass sie keine Update-Beschreibung mitliefern. Man kriegt halt zufällig mit, dass es ein Update gab oder halt auch nicht. Das letzte war ein relativ großes, das war dann ein kostenloses DLC sozusagen. Mit dem Thema Matsch. Da gab es extra eine eigene Map für. Die müsste ich dann vielleicht auch nochmal zeigen. So, abwärts. Für den LS17 gibt es ein neues DLC, Kuhn DLC. Das werde ich mir allerdings nicht holen. Weil momentan können wir uns die Geräte A eh nicht leisten. Und ich verfürchte, oder was heißt fürchte? Ich gehe mal davon aus, wenn Kettle und Crops erscheint, werde ich vermutlich im LS17 nicht mehr ganz viel machen, wenn das so gut ist wie erwartet. Weil dann ist das einfach so viel besser. Ich weiß nicht, ob ihr die Playlist, Aufgabenliste da schon gesehen habt. Also jetzt bald dürfte die Early Access Phase beginnen. Ich hoffe doch jetzt mal spätestens Ende April, Anfang Mai, dass es dann losgeht. Und das dürfte dann ein Landwirtschaftssimulator auf einem völlig anderen Niveau sein. Sowohl vom Simulationsgrad her als auch vom Detailgrad her. Von allem eigentlich, vom Boden, von den Maschinen, von der Bewegung der Maschinen.
meine, was das Pflügen und so angeht, da hatte tatsächlich der Farmexpert sogar schon dem LS17 was voraus. Ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, weil der Farmexpert hat wirklich dynamischen Boden. Da passiert was, wenn ich pflüge, da wird tatsächlich eine Kuhle erzeugt. Da fährt der Trecker dann noch in der Kuhle oder durch die Kuhle, wenn man drüber fährt. Nicht so wie im LS17, wo das zwar jetzt ein bisschen wellig aussieht, aber beim Drüberfahren doch topfeben ist. Und das Ganze nochmal sehr viel besser verspreche ich mir eigentlich von Kettle und Quads. Daher, ja, bin ich mal sehr gespannt drauf. Ich denke mal, wenn das Kettle & Cops aus der Early Access Phase raus ist, vielleicht auch schon in der Early Access Phase, mal schauen, werde ich denke ich auch mal einen Vergleich zum LS17 machen, dass man da mal halt auch sieht, was hat das eine für Vorteile, was das andere. Wobei bei Early Access ist natürlich dann nur bedingt aussagekräftig. Aber je nachdem wie gut das Spiel ist, kann man sowas auch schon in der Early Access Phase wagen. Negativpunkte sind da natürlich immer noch ein bisschen schwer herauszukristallisieren, weil Early Access natürlich heißt viel Änderung. Man kann zumindest, könnte dann schon mal sagen, was ist jetzt schon besser als in dem fertigen LS17. Das geht natürlich immer. So, drei Viertel haben wir schon. Finde ich gut. Wie das aussieht, ist hier zuvor auch gedüngt worden. Also irgendwann durch das grüne Zeugs. Oder das ist so ein Kraut, das man unterpflügt. Ich weiß es nicht. Könnten wir auch mal probieren, ne? Da gibt es doch, ich weiß gar nicht, wie heißt denn das die Pflanze, die man da einsäen kann und dann unterpflügt. Müsste ich nochmal nachgucken. Ach, ein Eier können wir noch verkaufen, fällt mir gerade ein. Ich habe inzwischen herausgefunden, wo der Eierverkauf ist. Es gibt ihn tatsächlich, auch wenn er nicht auf der Karte verzeichnet ist. Stimmt, das ist noch was, was wir gleich noch machen können. Ich hoffe, ich denke dran. Weil es ja noch ein bisschen hin bis zum Ende des Videos. Dann müssen wir mal schauen, ob ich mir das bis dahin merken kann. Ich würde sagen, ihr könnt mich daran erinnern, aber das Problem ist, wenn ihr das Video seht, ist das zu spät, um mich daran zu erinnern. Das Flügen klappt hier sogar verhältnismäßig gut. Natürlich auch ein bisschen bedingt dadurch, dass die Textur einfach so fest ist. Kann die nicht. Und kann ich noch so schräg fliegen, die ist halt einfach gerade. Ich bin natürlich auch mal gespannt, ob dieses, diese Lohnarbeit auch mit Kettle und Cops dann noch ergibt. Farmexperten gibt es die ja nicht. Da kann ich selber nicht als Lohn, als Helfer arbeiten. Wüsste ich jedenfalls nicht. Außer, dass es inzwischen durch ein Update reingekommen ist, kann natürlich
Das ist natürlich nie auszuschließen. Wie gesagt, es gibt keine Update-Beschreibungen. Und wenn ich nicht gerade zufällig sehe, dass da ein Update runtergeladen wurde auf Steam, kriege ich es nicht mal mit, dass da eins war. Weil wenn ich das nächste Mal starte, ist natürlich das auch wieder weg. Dann steht da nicht mehr Download 1 von so und so, sondern dann, ja, war es das halt. Dann sehe ich es nicht mehr. Bei den meisten anderen Spielen gucke ich dann einfach in die Update-Historie und sehe halt, das letzte Update war am. Und meistens steht da noch drin, was dort genau gemacht wurde. Welche Fehler behoben wurden, welche neuen Funktionen dazu kamen. Ja, und beim Farm-Expert ist da einfach nichts. Im Landwirtschaftssimulator kann es... sehe ich so auch nicht, da kriege ich es mit, weil das ein... Oh, wir kriegen fast 13.500 ungefähr, ja. Schön. Haben wir wieder was verdient, können wir gleich wieder ausgeben. Finanzen. 5.000, nochmal. So, 55.000 haben wir noch. Haben wir hier gerade irgendwo... Da können wir abkuppeln. Ach, der ist abgekoppelt. Wunderbar. Weil mit dem Truck will ich jetzt nicht fahren. Der steht ja oben an dem... an unserem weit entfernten Feld. Ups. Na nö. Wieso geht mein Blinker nicht mehr? Das ist hier die Frage. Okay, muss ich die Tastenbelegung nochmal nachgucken. Aus irgendeinem Grunde geht die nicht mehr. Hoppala. Da kam ja einer. Hier war das, glaube ich, irgendwo. Das muss ich jetzt gerade mal gucken. Irgendwo hier in den Straßen war das. Da muss es ein Haus mit dem entsprechenden Symbol geben. Oh, ein See. Jetzt fahren wir gerade nochmal über den Bogen. Ah, ich glaube, ich habe es gesehen. Jetzt müssen wir nämlich hier rechts. Hier links. Und da ist der Eierverkauf, genau. Verkaufsstelle für Eier. So, 502 haben wir verdient. Ich weiß nicht, warum die auf der Map nicht eingezeichnet ist. Gibt's eigentlich keinen Grund? Aber wir haben sie endlich gefunden. Das ist schon mal viel wert. Das ist immer noch nicht ganz behoben. Ich drehe jetzt ein Viertel am Lenkrad und es passiert, wie ihr seht, gar nichts. Jetzt kommt erst was. Da muss ich echt nochmal gucken, warum die Einstellungen so verstellt sind. Und auch mein Blinker nicht mehr geht. Kann sein, dass das seit dem letzten Update ist. Gab ja vor einer Weile ein Update. Gut möglich, dass es da die ganzen Einstellungen verhagelt hat. Schaue ich aber nachher mal nach offscreen sozusagen. So,
stellen wir den Traktor mal hier hin. So. Ich sag nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Ja, wenn wir da mal schauen, was wir als nächstes machen können. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.